Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu. Ich bin von Nöer Gameplays als Hobby und stehe hier vor einer schweren Entscheidung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, den Kauderwelsch oder ich habe mit ihm gesprochen. Tja, wir wollen sie lieber mal nicht zu sehr verunsichern wegen dieser Sprache oder was auch immer das ist. Wir nehmen mal das hier, ich habe mit ihm gesprochen. Kann ich nicht auswählen. Selbst wenn ich es gedrückt halte, nicht. Das hier geht auch nicht. Moment. Irgendwie will nichts davon. Das funktioniert. Ich kann gar nichts auswählen. Hä? Das ist jetzt immer eigenartig, ist ja mal komisch. Ich glaube, ich muss eher vom letzten Speicherpunkt neu laden. Das war ja dann eigentlich hier. Gut, da muss ich das wohl schneiden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. Holden? Viel war das so gut nicht. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. Are you feeling ill? Let's get you out of here. It comes in my dreams. Come with me. It's is of the old the sea green. Mrs. Hawkins, we must. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Okay, hier bin ich wieder und jetzt versuchen wir es noch einmal. Also das hier wollte ich ja nehmen. He told me to get you out of here. I can tell a lie when I hear one. Well, I don't give a damn who you're talking about. We go now. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go. Spiel gespeichert, neues Ziel. Sarah Hawkins, hey, das wollen wir jetzt erstmal alles lesen. So. Ja, mal was Neues. Dieser Ort, er sollte nicht existieren. Die Tür führt an einen anderen Ort. Die Symbole müssen verschwinden. Eine Präsenz. Der Schlurfer. Ich muss hier weg. Ah, das war oben, wie wir da im Krankenhaus da unterwegs waren. Mit der Laterne. Sarah Hawkins lebt. Nach Coden ist alles durcheinander. Die Gänge werden länger. Da war diese Stimme und all dieses Blut aus den leeren Zellen. Ich bin ihm gefolgt. Sie ist hier. Sie ist nicht tot? Okay. Boah, wir haben 6 Dingspunkte. Achso, das hat jetzt nicht gespeichert. Hä, wieso? Das hatten wir doch gespeichern lassen. Komische Sache. Gut, dann nehmen wir jetzt die Psychologie. Verstand, da ist was Neues passiert. Der Schlurfer. Gefangen im Wahnsinn. Ja, ist schon fast leer. Oh, psychotisch steht da jetzt schon mittlerweile. Okay. Gefangen im Wahnsinn. War der Tod von Colden eine Halluzination oder ist es das einzige Aufblitz der Wahrheit? Im immer größer werdenden Wahn, der Edward Pierce Verstand umfängt. Der Detektiv hat sich Zugang zum Riverside-Institut verschafft, um den Ärzten zu helfen. Sofort griff ihn der Schlurfer an. Die Flucht führte ihn durch ein verändertes Krankenhaus, dessen Architektur den Gesetzen der Physik nicht mehr folgte. In einem Operationssaal fand seine Konfrontation mit Fuller ein jähes Ende.
als Coltons Leichnam sich aufrichtete und Pierce eingriff. Der Detektiv glaubt, er habe sich selbst im Griff. Jetzt weiß er aber, dass Tod und Wahnsinn auf seinem Weg liegen. Sein Verstand litt erheblich durch diese neuerliche Tortur. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel mehr, hätte man die Bücher nicht gelesen zum Beispiel. Aber dann hätte uns Okkultismus gefehlt, ne? Also von daher, gehoppt wie gedoppt. So, psychotisch. Es gibt ein vergessenes Geheimnis, alt und schrecklich, das nur im blasphemischen, folianten oder bei vergessenen und geächteten Ritualen offenbart wird. Wir sind keine Kinder der Vorsehung. Du kennst die grausame und schreckliche Wahrheit und hast das beängstigte Antlitz der Realität gesehen. Okay. Darkwater. Den haben wir ja schon gelesen. Ärztin, verstorben. Mary Colden. Ich kam zu spät, um Colden aus den Klauen von Fuller zu befreien. Kurz bevor ich ihren Leichnam in den Händen des Doktors fand, war sie zu mir gekommen, um mir eine letzte Nachricht zu überbringen. Vielleicht werde ich wahnsinnig, aber ich glaube ihren Worten. Sarah Hawkins, Tätigkeit Malerin, Alter 33. Ich fand Sarah Hawkins lebendig, gefangen im Riverside-Institut. Charles Hawkins und Dr. Fuller scheinen sich verschworen zu haben, sie vor der Welt zu verstecken. Die Tragödien, die ihre Familie erleiden musste, scheint... Entschuldigung. scheinen sie sehr mitgenommen zu haben. Ich erkenne aber einen Kampfgeist in dieser Frau, der nicht zu unterschätzen ist. Sie ist eine wahre Heldin. Das kennen wir schon. Das haben wir alles im letzten Teil gelesen. Inventar. Neue Laterne. Wissen. Haben wir einige Bücher. Okay. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. You mean the guards? Ai, ai, ai. Na lecker. Oh, rennen kann ich nicht. Okay, da vorne steht's. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn jetzt schon wieder hingegangen? Hallo Sarah, armes Ding. Oh. What the? Oh no. This way. Just you wait. Na toll. Woher sollte ich wissen, wohin? Oder ist sie selber zum Beispiel geradeaus gerannt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen wir geradeaus rennen. In your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Sie ist nicht weg. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Ich bin da. Ich folge, aber du bleibst stehen. What the? Oh no. This way. Ach, da ist sie. Okay. Okay. Renn, Mädchen, renn! Green, the decaying one. The gas? Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it! Na, ja, hat sie doch recht, oder? Mama hat die Maschine kaputt. Oder bin ich die Maschine? Whoa. Oh, Matsch. So, hier gibt es schon mal wohl nichts.
Was ist das hier? Das Ding kann ich noch nicht betätigen. Das Ding kann man drehen. Hier wird wohl irgendetwas erhitzt. Boah, was eine geile Textur. Guck dir das mal an hier. Wahnsinn. Unfassbar. Okay, hier gibt's wohl sonst nichts, also drehen wir mal an dem Ding. I'd be better off finding a tool. Das kann ja nur das Ding hier sein. Perfect. Ein Schürhaken. Na super. All right. That should do it. Let's move. Ein Kultist. Where the hell do you think you're going, woman? I'm your puppet no more, you bastard! You're my wife. My wife. You owe me obedience. Leave her alone! We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Zieh doch deinen Revolver, Mensch. Mann, ist ja blöd. Sie hat's richtig gemacht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Mann, ist der dumm. Wieso haut er mit dem Ding nur zu und sticht nicht zu?
Wo hat er denn jetzt die Axt her? Hä? Muss ich das jetzt verstehen, wo die Axt herkommt? Auf jeden Fall war die Frau, war Sarah, ja, wie soll ich sagen, schlauer. Sie hat, wie gesagt, zugestochen, nicht zugehauen wie ich. Also wie er zumindest. Okay, Kapitel 9, Villa der Hawkins. Nach dem Tod von Colden dringt Pierce geplagt von Halluzination weiter in das Riverside-Institut vor und entdeckt Sarah Hawkins lebendig und als Gefangene von Dr. Fuller. Das letzte Gespräch zwischen Charles Hawkins und seiner Ehefrau offenbarte, dass er versuchte, sie vor dem Einfluss des Mythos zu bewahren. Er warnte Pierce, sollte Sarah den Verlockungen des Kults erliegen, so verlöre sie jegliche freien Wille und ermögliche dem Kult seinen Plan umzusetzen, einen uralten bösen Gott zu beschwören. Nun muss Pierce mehr über Sarah Hawkins und ihre Absichten erfahren und einen Weg finden, sie zu beschützen. Hm. No parent should have to bury their child. Knowing it's me that put him there. The guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things. Things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Er konnte wohl nur einen retten. Nämlich sie. Simon. Come on. It's over now. Immer penne ich hier oben. Okay. Junge, Junge. Meine Güte. Mal gucken, was das Spiel vielleicht noch für eine Wendung kriegen soll. Ich weiß es nicht. Falls Hawkins wirklich recht hat, dass sie vielleicht die größere Gefahr ist. Ich würde eher sagen, sie hat wahrscheinlich die Möglichkeit, den Kult zu zerschlagen.
wiederum aber auch den Kult zu helfen. Je nachdem, wie sie beeinflusst wird. Also anscheinend gibt es einen Vorteil, aber auch einen Nachteil logischerweise mit ihr. Und er wollte einfach das Risiko vielleicht nicht eingehen und es lieber wegsperren oder sowas, keine Ahnung. Sodass überhaupt nichts passiert. Sowohl den Kult zu helfen, als auch den Kult zu zerschlagen. Keine Ahnung, irgendwie sowas vielleicht. So, wir haben 21 Minuten jetzt hinter uns. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal hier Ende machen und dann im nächsten Tag weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu mit Fondue Gameplays als Hobby. Und ja, sehr interessantes Spiel. Cool gemacht, ehrlich gesagt. Ab und zu lässt die Grafik doch wieder zu wünschen übrig. Aber an sich ein geiles Spiel auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt, was es noch so im Petto hat auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seid mit dabei. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil, beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays. Vergesst keinen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder. Bis dann und viel Spaß noch auf YouTube und auf meinem Kanal. Tschüss.